So, ja. Auch halt wird er sowieso bestimmt 100 Pro wieder auf YouTube auch vor allem kommen. Nur als Aufklärung, falls man es nicht irgendwie mitbekommen hat. Als grobe Information. Ja, wir waren dabei, den Mord durchzuführen, ne? Und da war es ja auch Nacht. ja, dann kamen aber allerdings leider ein paar Attacken, ne, auf die Server, nicht nur auf unseren. Und dadurch ging gar nichts mehr, ne? Wir mussten abbrechen. Wir kamen einfach nicht mehr auf den Server rauf durch diese Attacken. Und ja, dann musste das RP in dem Moment abgebrochen werden. Und demnach, jetzt ist der nächste Tag, ein Tag vergangen, und da werden wir jetzt das RP weiter fortführen, ne? Also als wäre jetzt erstmal, als wäre alles eingefroren gewesen und als wäre nichts passiert zwischendurch. Also der Abbruch wäre nicht passiert, und machen gleich einfach weiter, sobald alle Spieler wieder da sind, die daran beteiligt sind. Waren. Oh, der Hund ist Zeuge, muss ich erschießen, nein. Ja, auf das man endlich beenden kann. Ich hasse sowas auch, wenn man gerade was machen will, durchziehen will, und dann kommt da genau sowas. So ein Angriff und alles wird gestoppt, das ist natürlich ätzend, aber man muss das Beste draus machen. Dann tut man einfach so, als wäre jetzt nichts passiert. Als wäre nichts gestoppt gewesen. Und ja, müssen wir zum RP wieder zurückführen. Oh, Zeugen. Ach, die armen Zeugen, die hätten, waren einfach am falsch, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ging nicht anders. Oh, verdammt. Bin ich Oh. abgerutscht. Hat er was mit dem Boot vor, oder ist das einfach nur? Bin auch gerade erst hier Nee, die runtergegangen. beiden sind hier mit dem Boot hergekommen, deswegen. Achso. Also einer mit dem Boot und einer mit dem Chesty. Gut, den Friedmann. Ja, hier. Dude, du hast bei mir noch das Handy draußen. Ich weiß nicht den Namen sagen, aber ja, alles klar. Ach ja. Nicht wie ich einmal im Krankenhaus. Ja. Ja. Ja, hier. Das ist jetzt eure Sache. Ich bin da nur Ja, ich frag mich zur nur, Sicherheit. wo der Medic ist. Der war doch eben gerade hier, oder? Ja, das ist abgehauen. Der ist abgehauen. Ja, das ist weggeflogen. Ah, okay. Muss der wiederkommen? Nee, nee, Nee. nee, nee. Achso. Deshalb, Dann da würde ich dachte den ich. anrufen. Ich war echt schon in Panik. Ich dachte, ey, der Medic. Ah, ich rutsche immer ab, das ist so glatt. Nee, wo ich hier hingefahren bin, ist der über mich drüber weggeflogen. Also mit Achso. seinem Helikopter, ja. Ich hatte schon Schiss, ey. Weil dem Medic will ich eigentlich nämlich gar nichts tun, ja? Deshalb. Ja, ne. Eigentlich können wir unsere Namen ja sagen, oder? Also wir Achso. können ja mit unseren Namen uns Ja, na ansprechen. gut, ist aber jetzt eigentlich wirklich scheißegal. Weil Das er stimmt eigentlich, kommt ja. eh in den Dipper nicht raus. Maske kann man nicht abziehen, oder? Jo. Frische Luft. Ich lasse mir immer auf, falls ein Kopf kommt oder so. Also du meintest ja auch, du willst dich doch auch miträchen, ne? Natürlich. Ja. Dann schießen wir dann einfach danach gleichzeitig einfach, ne? Gleichzeitig oder was? Dann ziehen wir runter, wa? Von 3, 2, 1 und dann schießen wir beide Ja, gleichzeitig. aber ich wir können ihnen noch was. Ey, dreh dich mal um. Weil wir können doch eigentlich mit ihm noch was. Eigentlich können wir doch einen Hund ab. Ah ne. Oh Scheiße. Das ist hier für scheiße rutschig. Hier, hier, hier. Ein Ich würde ihn halt kleiner. gern befragen, aber ich glaube, das geht nicht gern. Oh, ich will ihn gar nicht hören. Der hatte letzte Mal zu viel gelabert, Er ey. ist runtergefallen. Ich hoffe, der Typ kann schwimmen. Mit seinem Scheiß. Und auch wieder. Wir wissen ja, Also dass. abdrücken oder? Warte, ich leg kurz mein Gewehr mal auf meinen Rücken und hol meine Handwaffe raus. Er sieht ja jetzt, wer wir sind, von daher wird ihm schon klar werden,
dass er der kleine Motherfucker ist, der uns einfach denkt, er kann in der Werkstatt uns anschießen, fast töten wollen und dann später bei der Garage auch noch irgendwie eine Waffe greifen, rumballern und abhauen. Ja. Man könnte ja auch eine Lektion erteilen, aber die Lektion leider führt nur in eine Richtung. Das war ins Nichts. Für so eine Lektion ist eine Lektion zu wenig. Und vor allem, ich habe beim Liegen noch teils sogar noch was gehört. So, ja, als wenn der so noch was wahrgenommen, so Sachen wie irgendwie rumgejammer, ich habt euch gefickt und so. Da dachte ich mir auch, was denkt der denn, wer der ist, der Typ? Legt sich mit einer Mafia an, ey. Ich schieße ihn einfach mal in den Fuß, dass er ein paar Schmerzen hat, weil... So übertreib's nicht mit der Kugel, ja? Ja, halt nur Fuß jetzt. Und den oder? Kopf. Ja, ich hab doch Erlaubnis, oder? Übertreib's lieber nicht, mach lieber mit dem Messer oder so, nicht, dass der Medic dann dort noch kommt. Oh. Nein, Messer, dann ist er ja, verblutet er ja. Ja, mach mit Taser oder so. Aber übertreib's nicht, übertreib's nicht mit dem Kugel. War schon auf Fuß. Okay, perfekt. Ja, ja. Tut's weh? Willst du noch irgendwas sagen? Nein, kann er nicht sagen. Ich würde nur sagen, dass er, Spaß ist. Ja, sich verziehen soll. Und dass er, falls es überlegt, falls die Fressen immer so groß aufmachen soll. Was willst du noch sagen? Ich wollte eigentlich nur noch einen Countdown ziehen, wie das in Silvester. Und lebe wohl, oder? Und drei Runden, oder wie? Ja. Du kannst ja jetzt erzählen, ja, den Fischen erzählen, was passiert, wenn man mit der Mafia Scheiße macht. Ja, das ist eine gute Idee. Also drei. Sagst du dann die zwei, oder? Drei. Zwei. Eins. Fick dich. Boah, Scheiße. Jetzt ist halt die Frage, wer hat getroffen, also... Ah, Scheiße! Ihr habt doch so ziemlich gleichzeitig, würde ich sagen. Ja. Schön, guck an, wie der schwimmt Richtung Meer raus. Der treibt richtig schön raus. Oh shit, Heli! Scheiße. Ach, verdammt! Scheiße, ich muss mir die Maske anziehen. Kleine Wichser stimmt am Grund und kann jetzt den Fischen erzählen, was er alles getan hat, voller Stolz. Dass sie Leute aus der Mafia verletzt haben. Ist der Arm her? Genieß deinen Stolz mit den Fischen. Ja, wie oft Jason da reinfällt. Auf jeden Fall vielen großen herzlichen Dank an den Spieler dahinter, der für den Supportfall den gebannten Spieler ersetzt hat, um die Story zu Ende zu führen. Ja, das bedeutet wirklich sehr viel, dass wir nämlich eine Geschichte auch zu Ende machen. Sonst wäre es einfach ins Nichts rausgelaufen, er wäre einfach nur weg. Und so haben wir eine Story beendet, ne? In der Nähe des Rotors stehen, wenn dieser noch entfernt ist, das ist physikalisch nicht möglich. Ja, sehen Sie doch, dass es möglich ist. Was gibt's denn? Hey, ich hab mich gebückt. Jemand hat angerufen. Wurde angerufen, ja? Ja. Ja, Also, ich glaube... Hier ist niemand gestorben. Alles gut hier. Nee.
Ich habe die Pflicht, meinen Job durchzuführen. Das werde ich auch machen. Ja. Jo. Das war ein falscher Notruf. Beziehungsweise die Frau, die in dem Haus ist, schwanger. Also kriegt ihr Kind. Deswegen sind sie wahrscheinlich da. Jan, ich habe den Anruf woanders gekriegt. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ist der Typ eigentlich noch da? Der ist weggeschwommen, oder? Der ist so ein bisschen rausgetrieben. Okay, ja, ich denke mal, dann wird der Medic den einfach. Der soll mal beobachten und nachher überlebt der und dann. Ja, dann kriegt er noch eine Kugel. Das ist die Frage, zwei Optionen. Entweder haben wir beobachten oder wir hauen ab. Wie ihr wollt. Ich würde beobachten. Ja, ich würde auch sagen. Beide eure Gesichter gesehen, nicht das hätte. Ja. Ich guck mal, wie der Blick von hier oben ist, ob ich hier was sehe. Weil er hat unsere Gesichter gesehen. Ah, guck mal, da schwimmt der Fisch. Oh. Ja. Genau da. Was ist denn der? Der liegt genau. Alles grau da. Dort, im Wasser. Durch den das Anzug. Ist grau da, gell? Der Medic schwimmt jetzt dahin oder was? Nee, den hab ich noch. Oh, der geht gerade runter. Ach, da kommt der. Das Gute ist schon mal, der neue Fisch, der taucht nicht hoch. Ja. Sieht schon mal gut aus. Er kann ihn jetzt nicht finden. Aber er hat ja auch gefühlt ungefähr 20 Schüsse im Brustkorb, von daher. Ich glaube, da wird auch nicht mehr so viel zu machen sein. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der Medic am Ende uns nicht verpfeift, ey. Er kennt unsere Gesichter nicht. Weil er vielleicht sagt, oh, das war jetzt zu weit. Also glaubst du. Ach, wenn der Medic uns verpfeifen sollte, ja, wir wissen, wer der ist, wir wissen, was der macht, wir wissen die Telefonnummer. Ist ja auch so. Wir wissen, wo er arbeitet, wo er wohnt. Ja. Er ist auf jeden Fall in Panik. Wir hätten nächstes Mal einfach mit dem Boot rausfahren sollen und da ein bisschen weiter raus und dann da was machen sollen. Ja, wie es gemeint hatte. Also. Ja, aber nicht dann auf der Insel, sondern einfach weiter weg irgendwie. Ja, das hatte ich doch auch vorgeschlagen, oder nicht? Ja, so, ja. Was fühlt sich so gut an, wenn jemand mal kriegt, was er verdient, ey.